Großbritannien prescht vor, London will ab 2021 selbstfahrende Autos zulassen. Die Roboterautos müssen vorher aber noch einen Test durchlaufen. Selbstfahrendes Auto bei Testfahrt. Quelle: Deutsche Presseagentur. Die britische Regierung will autonomes Fahren mit Millionen Subventionen fördern und schon ab 2021 selbstfahrende Autos auf die Straße schicken. Für den Ausbau künstlicher Intelligenz, die beim autonomen Fahren eine zentrale Rolle spielt, sollen im kommenden Haushalt 75 Millionen Pfund, 84 Millionen Euro, bereitgestellt werden, wie das Finanzministerium am Sonntag mitteilte. Auch Elektroautos sollen massiv gefördert werden. Hemmung über fahrerlose Autos. Ein Klick für den Datenschutz. Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Drittanbietern nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server, Facebook, Google, Instagram, Twitter, etc. übertragen. Über den Datenschutz dieser Anbieter können Sie sich auf den jeweiligen Seiten informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in einem ZDF-Cookie. Diese Zustimmung können Sie in den Einstellungen unter Mein ZDF jederzeit widerrufen. Näheres dazu erfahren Sie in unserer Datenschutzerklärung. SOCIAL Media Inhalte anzeigen, DEW Class gleich TV Rap Block Quote Class gleich Twitter Tweet Data Lang gleich der ARF gleich HTTPS Doppelpunkt Schrägstrich Schrägstrich TVITER.com Schrägstrich MARR Show Schrägstrich Status Slash A Slash Block Quote Slash DEW. Wenn Großbritannien bei der nächsten industriellen Revolution vorn mit dabei sein wolle, müsse das Land diese Technologien fördern, sagte Finanzminister Philip Hammond im BBC-Fernsehen. Hammond will seine Pläne am Mittwoch vorstellen, wenn er im Parlament seine Haushaltsrede hält. Unternehmen, die an künstlicher Intelligenz arbeiten, stehen im Fokus neben den 75 Millionen Pfund. Für Unternehmen, die an künstlicher Intelligenz arbeiten, sind 160 Millionen Pfund für den Ausbau des ultraschnellen Mobilfunknetzes 5G vorgesehen. Es gilt als Schlüsseltechnologie für automatisiertes Fahren. 400 Millionen Pfund, 448 Millionen Euro, will die Regierung zudem in den Bau von Ladestationen für Elektroautos investieren. Auch der Kauf von E-Autos soll bezuschusst werden. Hammond hatte sich zuletzt mit mehreren seiner Kabinettskollegen über die Details des EU-Austritts gestritten. Hammond gilt als Befürworter eines weicheren Brexit, der die Folgen für die britische Wirtschaft abfedern soll. Neben der Wirtschaftspolitik werden aber vor allem seine Pläne für die Sozialausgaben mit Spannung erwartet. Nach der Brandkatastrophe im Londoner Grenfell Tower steht vor allem der Wohnungsbau im Fokus.